was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, diesem wunderschönen sonnigen Tag. Ach, ist das nicht schön, Leute? Es ist endlich Frühling und draußen sind es minus 3 Grad. Falls ihr ein bisschen Wärme gebrauchen könnt und euch denkt, hey, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, dass mich jemand abholt in diesen kalten Tagen. Leute, ich streame jetzt, also schaltet unbedingt jetzt ganz gleich sofort ein. Wir werden heute Abend im Stream wieder eine Menge Spaß haben, ein bisschen Fortnite spielen. Miki ist dabei, den neuen Spielminus durchrasieren. Also alles auf jeden Fall von der Partie. Kommt auf jeden Fall jetzt in den Stream, meine Freunde. Der läuft nämlich just im Moment. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zu diesem wunderschönen Video, was ich mir überlegt habe. Und zwar bin ich auf ein Subreddit gestoßen, meine Freunde. Wow, meine Aufnahme hat gestoppt. Geil. Comedy Cemetery, meine Freunde, was so viel heißt wie der Friedhof der Unterhaltung, der Friedhof aller Werte, die wir vertreten. Bin ich fokussiert? Ich weiß es nicht. Ich brauche dich hier, Thomas. Wo bist du, Mann? Ich kann nicht ohne dich. Ich bin aufgeschmissen. Und dieses Subreddit ist voller schlechter Witze, voller Leute, die schlechte Witze bringen und voller Peinlichkeiten, Cringe und Dingen, über die ich mich aufregen kann. Genau das werden wir jetzt machen, meine Freunde. Thomas hat mir netterweise 20 Screenshots rausgesucht und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal gemeinsam an, was die Menschheit alles so an unendlich unlustigen und widerlichen Witzen im Internet erschaffen kann. Beginnen wir mit dem ersten Screenshot. How to troll like a boss. Write trollololol on the whiteboard when the teacher asked who did it. Hold the troll phrase in front of your face and say problem. Oh Gott, oh nein. Es geht schon los. Ich will mich jetzt schon einfach umbringen. Das ist so. Dieses Trollface-Ding kommt aus dem Jahr 2000 und, keine Ahnung, 2011 oder sowas? Dann noch diese scheiß 3D-Animation. Das ist nicht witzig. Das ist doch nicht unterhaltend. Welcher Mensch lacht über sowas? How to troll like a boss. I die. What do you do? Wait for respawn. We are done. She's the one. Versteht ihr, weil er ein Gamer ist? Er sagt, ich werde sterben, Darling. Was machst du? Und sie sagt, oh Schatz, ich warte einfach, bis du respawnst. Und sagt er so, hey, wir sind fertig, das ist die eine. Ja, Speed-Dating. Lustig, weil er ein Gamer ist. Hier ein richtig beschissenes Meme. Hey, Cat, yeah? Can you walk like me? Hell yes. Not bad. Oh Mann, ich hasse diese Memes. Ich hasse es. Ich meine, das ist der Ursprung von der heutigen Meme-Kultur. Memes, die wirklich gesellschaftlich und als Kulturgut anerkannt sind. Eine ganze Subkultur, die sich im Internet aus eloquenten und elaborierten Menschen zusammengeschlossen hat, um sich über bestimmte gesellschaftliche Themen lustig zu machen. Aber so hat es halt angefangen und das ist einfach nicht witzig. Ich habe damals schon gedacht so, was? Und ich meine, ich war damals deutlich jünger als jetzt. My parents said, we would never lie to you. So I stood up and said, oh yeah, well, Santa too, Fairy Easter Bunny. Es ist einfach echt schmerzhaft, ohne Witz. Also, ich übersetze nochmal. Meine Eltern haben gesagt, wir werden dich niemals anlügen. Also bin ich aufgestanden und habe gesagt, aha, okay, Santa Claus, die Zahnfee und der Osterhase. Oh Gott, einfach. Teacher, what is the opposite of laughing? Student fucking. What? Laughing is ha 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 ha. Fucking is ah ha ha. Leute. Kennt ihr das? Ich meine, es gibt viele schlimme Dinge auf dieser Welt. Es gibt einen amerikanischen Präsidenten, der leicht wahnsinnig ist. Es gibt die Bedrohung in Nordkorea. Es gibt Hunger. Es gibt Kriege. Es gibt so viel Negatives auf der Welt. Aber bis dato habe ich immer gedacht, wisst ihr, wir als Menschen haben noch eine Chance. Aber wenn ich das jetzt sehe und weiß, dass es sicherlich Menschen gibt, die auf der Welt über so etwas lachen, sich über so etwas amüsieren, die denken, das ist ein lustiges Meme, das schicke ich jetzt zu meinen Freunden. Dann weiß ich von höchster Sicherheit, die Welt und die Menschheit ist dem absoluten Untergang geweiht. Deshalb könnt ihr jetzt einfach kostenlos meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. You may think I'm a loser in real life, but in a gaming, you would be the loser. Ah, der Cringe, es ist so unangenehm. Und dann noch dieses Minecraft-Avatar-Ding. Das ist genau die Intention dieses verdammten Subreddits, Leute zu cringen, Leute zu finden, die sich darüber aufregen wie mich. Ich könnte den ganzen Tag darüber scrollen und sagen, Mann, welcher Mensch erstellt so eine Scheiße? Wer nimmt sich Gottverdammt nochmal Zeit für sowas? Ich übersetze nochmal, du denkst vielleicht, dass ich ein Loser in der echten Welt bin, aber in der Gaming-Welt bist du der Loser. Ja, cool, cool, cool. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my scar and my launchpad. I'm sorry. Okay. Ja, eigentlich fühle ich das. Eigentlich stimme ich da vollkommen zu. Ja. Scar und Launchpad, beste. Sorry! Internet too slow? Turn your screen sideways. Gravity will pull down the loading bar. Internet faster. Na, funktioniert dein Internet nicht? Dann dreh doch einfach deinen Monitor rum. Die Schwerkraft wird den Ladestreifen nach unten ziehen. Automatisch und du hast schnelleres Internet. Wireless Maus. Versteht ihr, Leute? Weil da unten eine Maus ist. Ja, natürlich. Ist das witzig? Ist das nicht witzig? Ist es nicht witzig, Leute? Das könnt ihr eurer Mutter schicken und die lacht darüber. So lustig, weil es ist eine echte Maus und die ist kabellos. Ja, natürlich lustig, natürlich.
So lustig. Ich sterbe. Ich will sterben. Hey, girl. I'll switch because you turn me on. Das ist einfach noch schlimmer als eine Episode Der kommt flach mit Arrive HD und Alpha Stein in einem Raum zusammen, Leute. Ich übersetze es nochmal ganz kurz. Hey, bist du ein Schalter? Weil du machst mich wirklich an, sagt eine Glühbirne zu einem Lichtschalter. Ja, lustig, Internethumor. Haha. Please, for the love of God, do not mess with this person. You will regret it instantly. Have you seen every episode of CSI New York and NCIS? I can kill you in 15 different ways and I make it look like Winnie the Pooh did it. Do you irritate me, okay? Es gibt Dinge, die sind schlimm. Das sind meiner Meinung nach unlustige Memes, schlecht erkennbarer Sarkasmus, nicht geputzte Zähne und stinkende Füße. Und dann gibt es Minions. Die sind schlimmer als schlimm. Und eine Kombination aus beidem, ein Minions-Meme, was so intentions- und inhalts- und belanglos ist, dass ich nicht mal Lust habe, es zu übersetzen, ist für mich der absolut schlimmste und grässlichste Teil einer Internet-Subkultur. Ich weiß nicht mal, wie ich darauf reagieren soll. Ich... weiter. Epic Hole in One. Epic Hole in One. Like if you understand and all over seven. Was? Hä? Hä? Also das ist ein Emoji, der schlägt einen Golfball und der geht direkt rein und das ist ein Epic Hole in One, also ein Loch in eins. Like, wenn du es verstehst und über sieben bist. Ich verstehe das Internet einfach wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich bin zu alt. Kind, Mama, warum hat Gandhi eigentlich keine Haare mehr auf seinem Kopf? Mama, weil er nur die Wahrheit gesprochen hat. Mama, okay, jetzt verstehe ich, warum die Frauen lange Haare haben. Versteht ihr? Weil Frauen immer lügen, deshalb haben die lange Haare. Ich lüge jetzt auch mal. Ich finde das witzig. Ich werd wahnsinnig. Ich kann das nicht. Und dann ist da noch dieser Emoji mit Funny Pickup, Alter. Verpiss dich. Wenn dein Ex-Freund dich anschreibt. Hey, magst du mich noch? Nein, warum? Und du hast mich nie gefragt, ob ich dich liebe. Liebst du mich? Nein. Warum? Bist du essen? Nein. Okay, dann halt nicht. Frau, was machst du? Ehemann, ich bringe Mücken um. Frau, wie viel hast du getötet? Ehemann, insgesamt 5. 2 Frauen, 3 Männer. Frau, woher weißt du ihre Geschlechter? Mann, ich habe 2 neben dem Spiegel getötet und 3 neben dem Bier. Versteht ihr? Weil die Frauen die weiblichen Moskitos sich in der Nähe eines Spiegels aufhalten. Und die männlichen Moskitos in der Nähe vom Bier sind. Ich werd wütend, Mann! Ein Schaf, 2 Schafe, 3 Schafe. Ja, und dann ist der Wolf eingeschlafen. Dann drunter das Megusta-Face mit Selbstverteidigung von Schafen. Leute, ich weiß gerade wirklich nicht, warum ich dieses Video mache. Ich reg mich doch hier nur drüber auf. Ich reg mich da nur drüber auf. Triggert euch das nicht? Triggert euch das nicht? Was ist das für ein Humor? Ein 7-Jähriger lacht vielleicht darüber, weil er sagt, der Wolf ist eingeschlafen, weil er Schafe gezählt hat. Und dann kann man nämlich sagen, dass sie das als Selbstverteidigung benutzen. Aber welcher Mensch lacht ernsthaft über sowas? Welcher gottverdammte Mensch? Ein Rage-Comic. Rage-Comics waren damals richtig, richtig gut. Challenge accepted, ein Rubik's Cube. Er hat die Aufgabe angenommen. Er malt den Rubik's Cube mit einem Pinsel von allen Seiten an. Und dann, Problem gelöst. Leute, ich bin wirklich, das ist das schwierigste Video meines Lebens. Ich bin wirklich sprachlos. Ich verliere meinen Verstand. Ich verliere meinen Verstand legit gerade. Wenn du sagst, sehen uns nächstes Jahr an Silvester, meinst du damit wirklich, wir sehen uns morgen? Aber du bist eigentlich sehr witzig. Versteht ihr? Weil wenn man natürlich an Silvesterabend sagt, wir sehen uns nächstes Jahr, weil der nächste Tag ist ja schon das nächste Jahr, da muss man ein bisschen nachdenken. Nee, nein. Oh Gott, okay. Jetzt tut's wieder richtig weh. Der vulgärste Charakter aller Zeiten, sie haben jedes seiner einzelnen Wörter gepiept. Weil R2-D2 natürlich nicht spricht, sondern nur Piepsgeräusche von sich gibt, hat man sich gedacht, haha, der sagt ja so viele Beleidigungen, wir mussten alles rauspiepsen. Ich verliere meinen Verstand, ich mein's ernst, ich kann's nicht. 2 Gefangene, die sich aus dem Knast rausgebuddelt haben, der eine mit einer Apple Watch und der sagt, hahaha, mein Fitnessarmband hat mir gesagt, dass ich meinen täglichen Schrittbedarf jetzt erreicht habe. Ich kann jetzt stehen bleiben. Und die sind halt gerade ausgebrochen und oben stehen die Wachposten und schießen auf die. Ja,
Respekt an Bill Whitehead. Gut, da sind wir schon am Ende dieser Misere angelangt. Ich bin froh darüber, meine Freunde. Ich weiß absolut nicht, wie ich mit sowas umgehen soll. Ich kann es nicht. Es tut weh. Mein ganzer Körper zieht sich zusammen, wenn ich sowas sehe. Und am liebsten würde ich mein Auge und mein Gehirn... Ach, ist ja auch egal, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich euch mit auf diese Tortur genommen habe. Ich werde auf jeden Fall erstmal wieder ein Wellness-Wochenende machen. Das heißt, die nächsten 16 Tage gibt es keine Videos von mir. Wenn ihr jetzt ein bisschen runterkommen wollt aus diesem schrecklichen Video, dann schaltet jetzt unbedingt den Twitch-Stream ein, meine Freunde. Und ich nehme an, dass ihr das Video, wenn ihr den Twitch-Stream gesehen habt, wahrscheinlich jetzt gerade im justen Moment geguckt habt. Grüße gehen raus an meinen Twitch-Chat. Ich liebe euch. Und ja, macht's gut. Haut da rein. Ich, keine Ahnung, Alter. Ich verstecke mich jetzt unter den Tisch und fange an zu heulen. Ich weiß doch auch nicht.